Wobei, man könnte jetzt auch sagen, man fährt jetzt auf Standard. Können wir auch machen. Und wenn es nachher nochmal eng wird, dann können wir nochmal hochschalten. Das wäre noch eine Maßnahme. Du solltest noch mindestens ein paar Runden haben, bevor du Probleme mit den Reifen bekommst. Aktuell sind sie in gutem Zustand. Mein Reden. Und dann wollte der mich schon eine Runde früher reinholen. War es Undercut oder was? Also Fakt ist, wir sind gut... Ah, Verstappen, hinter mir ist er. Fakt ist, wir sind in einer guten Zeit. Ist schon mal sehr gut. Ist zwar ein bisschen langweilig, weil nichts passiert. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Gegenüber dem letzten oder den letzten beiden Rennen, muss man ja sagen, da hatte ich ja schon ein bisschen Action gehabt. Aber punktetechnisch alles für den Arsch. Also es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst vorne vorweg, bist alleine und punktest wie Sau. Oder du fährst mitten im Feld, aber kriegst keine Punkte. Vettel ist raus. Warum? Dabei ist das doch hier seine Paradestrecke. Hat er mal Lenkrad eben einen Aussetzer? Okay. Ich hatte eben das Gefühl gehabt, ehrlich, als ob da so ein bisschen Spiel im Lenkrad gewesen ist. Komisch. Komisch, komisch. Gelbe Flagge. Das ist Vettel hier, wa? Hier steht er links. Grüne Flagge. Okay, man muss ja ein bisschen langsamer machen. Ist ja klar. Wäre auch cool, wenn sie das hier so in diesem Spiel auch mal so einbauen könnten, dass da wirklich auf die Zeit geachtet wird. Oh, Verstappen ist in der Box. Der hat den Tipp angenommen, okay. Max ist an die Box gefahren. Max ist jetzt an der Box. Na, wollen wir mal gucken, ob er da nochmal einen rausreißen kann. Wir haben noch zwei Runden. Wobei ich halt nach wie vor sage, dass meine Reifen hier echt noch Grip haben. Ich kann mich da echt nicht beschweren. Muss ich ja wirklich mal so sagen. Ich kann mich da echt nicht beschweren. Fahrer hinter mir. Hamilton hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 20,7 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 10 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 38,0. Oh, da sind wir ein bisschen weit rausgekommen. Das ist 38. Box, Box, wir kommen diese Runde rein. Also 2 Sekunden langsamer, kann das wirklich sein? So, sagt er Rinne. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 35,1 Sekunden. Getreu dem Motto, ich sollte vorne bleiben? Das weiß ich natürlich nicht. 35 Sekunden.
Wie viel braucht man insgesamt mit rein- und rausfahren? Oh, stehen da Überrundungen an? Denk dran, diese Runde an die Box zu kommen. Machen wir doch glatt, komm. Wir gehen rein. 12 Runden noch? Dann passt das schon. Dann sind wir am Ziel unserer Träume wahrscheinlich. Nice. Magersprit, damit er weniger verbraucht natürlich. So, wir sind in der Box. Prost. Fahr raus, fahr jetzt raus. Oh, ein bisschen Ursaft muss mal sein, ne? So, Standard. Und es ist Gott sei Dank von dem Mercedes noch nichts zu sehen. Sei gut zu diesen Reifen, wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Okay. Platz 1 bei Helden. Bottas noch hinter mir. Da ist er. Der muss aber auch gleich rein. Und da in der Schnecke ist auch schon Verstappen. Habt ihr gesehen, ne? So, lass die Reifen erst so ein bisschen warm fahren. Dann sollte das gut funktionieren. Komm her. Wow. Zu früh oder zu viel Gas gegeben, je nachdem. Oder zu wenig Gelenk, kann natürlich auch sein. Sehr cool. Schön durchgekommen. Sieht gut aus, Freunde. Ich glaube, wir haben Bottas im Griff. Mit den neuen Reifen. Sehr schön. Oh, neue Reifen sind so cool, ne? Fährt die Karre gleich dahin, wo sie hin soll. So, Bottas geht in die Box. Somit haben wir Verstappen jetzt hinter uns. Vergessen zu schalten. Scheiße. Gut, gibt es Leute, die fahren die Kurve im dritten? Ich weiß es nicht. Na, es wird aber schon bewölkt am Himmel, ne? Wetterbericht? Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Okay. Schnellster zweiter Sektor. So wurde es mir zumindest eben angezeigt, also so deutlich das zumindest eben, dass ich jetzt gerade den schnellsten zweiten Sektor gefahren habe. Sehr cool. Schön. Ausgezeichnet. Das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Da kann Der ich doch Abstand mal voll zum mitleben. Teamkollegen beträgt 15,1 Sekunden. Vielleicht kriegt er ja noch Stress von den Mercedesen. Ich weiß, ich bin gehässig, ne?
Achso, die Rivalität gegen Vettel habe ich im Übrigen verkackt. Den habe ich ja noch aus der Vorsaison mitgenommen. Als Rivalen. Ist natürlich klar, dass ich jetzt in den letzten beiden Rennen, wo ich keine Sonne gegen die gesehen habe, dass ich da natürlich gegen Vettel voll verkackt habe. Und dadurch hat er sich natürlich dann richtig an mir vorbeigeschossen. Ich hoffe nur, dass ich jetzt gegenüber Verstappen so ein bisschen Punkte wieder gut machen konnte oder kann. Weil ich ja Qualifying gegen ihn gewonnen habe und hier im Rennen stand jetzt auch noch vor ihm liege. Und das hoffentlich auch so beende. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Da reden wir noch nicht von. Weil jedes Mal in den letzten Jahren, Momenten, Rennen, keine Ahnung, wo ich davon gesprochen habe, dass ich das Rennen ja schon beendet habe und schon gewonnen habe, habe ich es nochmal verkackt. Farin kann da, glaube ich, ein gutes Liedchen von singen, ne? Grüße gehen raus im Übrigen. Nein, wir müssen nachher echt noch auf Lowbox-Sprit-Einstellung fahren. Wir sind auf Standard und machen eigentlich miese, ne? Neue Reifen können so geil sein, ohne Witz. Wenn man denn vernünftig aus der Kurve rauskommt. 17 Sekunden. Wir machen auf jeden Fall Zeit gut. Das ist schon mal wertvoll. Hamilton ist nicht weit weg von Verstappen. Nehmen wir. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Sehr cool. Wir machen miese im Sprit. Du musst es mal so ein bisschen im Auge behalten. .026. Eben hatten wir noch .027. Fahrhilfen habe ich alles aus. Weder Bremsassistent noch ABS, noch Schalterassistent, noch wie du siehst, Spur, noch sonst irgendwas. Für die Leute, wo die Frage aufkommt, Mensch, wie fährt der denn hier? Ausnahmsweise mal gut, muss man ja mal so sagen. So wie es eigentlich auch sein soll. Ich weiß, ich habe die ersten beiden Rennen total verkackt. Es liegt echt am Setup, ne? Wenn du ein gutes Setup hast, kannst du auch gut fahren. Ich glaube, auch zum nächsten Rennen müssten dann auch meine Upgrades soweit fertig sein, meine ich. Dann wird das Auto noch mal ein Stück besser. Dann bin ich sogar richtig Materialfahrer, ey.
muss man sich wirklich ein bisschen hart konzentrieren, ey. Gerade so in dieser einen Kurve, die ist wirklich heftig. Die Frage ist halt, ist dieses kommentierte Let's Play angenehm? Oder sollte ich das Rennen durchfahren und nachkommentieren? Wäre auch nochmal eine Variante, ne? Aber es ist natürlich eine Menge Arbeit, muss man dazu sagen. Ich glaube, ich belasse das so. Ich glaube, ich denke da gar nicht drüber nach, mal irgendwas in die Richtung mal anzufassen. Also ändern werde ich es nicht, weil es ja ein Let's Play. Aber vielleicht mal für so ein anderes Projekt oder sowas. Dass man wirklich Achtung, einfach mal so Achtung. Hart konzentriert fährt. Und dann nachkommentiert. Also die Szene kommentiert. Magnussen ist raus. Grüne Flagge. Der Drops ist gelutscht bei ihm. Jetzt können wir die Kurve tatsächlich schon im fünften fahren. Zu spät gebremst, hast du gehört, ne? Hatte quietscht. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, mehr brauchen wir auch nicht. Dann sind wir nämlich durch. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Ist halt die Frage. Oh. Ist halt die Frage. Wo kommt die denn her? Hallo? Alter, das war ja mal eine richtig geile Runde. Die erste Kurve. Die lag ja mal richtig gut drin, ey. Auch vom Schalten her. Merkst du auch gleich. Sieht man gleich in der Zeit. Alter Falter, ey. Das war mal aber richtig nice. Alter. Also wenn ich das jetzt noch hier mit auf die Gerade genommen habe, dann tschakka. Muss man ja mal so sagen. Oh, ein Leck. Ich habe ihn nicht vermisst. Gelbe Flagge. Bin ich ja mal ganz ehrlich. Dieser blöde Leck, der hätte ruhig weg sein können. Ey, was eine schöne Runde. Alter, eine Bilderbuchrunde. Alter, das war aber echt mal eine Bilderbuchrunde, ne? Muss man ja wirklich mal so sagen. Das merkst du auch, sobald du in der ersten Kurve, in dieser Schnecke da hinten, einfach nur Scheiße baust beim Schalten, bist du sofort erstmal eine halbe Sekunde langsamer. Okay, jetzt sowieso. Jetzt haben wir die Kurve nämlich komplett verkackt. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
Aber das Schöne ist, das Setup macht, was es soll. Wenn ich dem sage, du fährst nach links, dann fährt es nach links. Wenn ich ihm sage, fahr nach rechts, dann richtig geil ausbalanciert das Auto. Richtig Grip, mechanischer Grip. Es gibt nichts Geileres beim Rennwagen als mechanischen Grip, ohne Witz. Ein mechanischer Grip ist halt der Grip, der aus den Autoteilen kommt, ne? Also aus Fahrwerk, aus keine Ahnung, was da alles noch mit dranhängt. Weil wenn du erstmal den Grip über die Flügel machen musst, dann passt wirklich irgendwas am Auto nicht. Und das Problem hatte ich halt tatsächlich in den ersten beiden Rennen, dass ich da keinen mechanischen Grip gefunden habe. Oder wenig halt. Muss man ja auch mal so ganz klar sagen, ne? Also, richtig gutes Setup. Und wie gesagt, also mit diesem Set bin ich auch der Meinung, da könnte ich mal so locker easy vielleicht sogar auch mit KI auf 110 fahren. Und ich behaupte mal, gewinnen würde ich es vielleicht nicht, aber ich behaupte mal, ich würde auf dem Podest stehen am Ende. Oh. Da sind wir die Kurve schon falsch eingefahren. Jetzt geht's nämlich los. Konzentrationsschwäche. Leute. Schön bei der Musik bleiben, Herr Popovic. Schön dabei bleiben. Geradeaus. Fokus. Du hast 26 Sekunden Abstand zum Wagen hinter dir. 26 Sekunden. Kann ich voll mit leben. Da kann ich mit leben. Das kann auch gerne die nächsten Rennen so weiterbleiben. Dann können wir die KI tatsächlich nochmal einen höher stellen. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 25,8 Sekunden. Oh, habe ich vergessen. Alter! Was war denn das? Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Noch nicht mal DRS bekommen. Ich muss echt auf Lobob runterschalten. Aber er geht vom Gas. Okay, nice. Dankeschön. So müsste das immer sein. Geht von der Ideallinie runter. Bremst. Egal in welcher Situation, weißt du? Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. So. Jetzt einfach nur noch mal einmal rum und dann sind wir zu Hause. Wie geil. Dann können wir uns noch mal angucken, wie das Auto so aussieht. Die Daten will ich auch noch mal schauen. Das geht ja. Ganz ehrlich, wenn die in der Mitte auch so ausgesehen haben,
Hätte ich damit auch durchfahren können. Temperaturtechnisch alles im grünen Bereich. Läuft. Motortechnisch alles im grünen Bereich. Mensch, was ein geiles, abgestimmtes Auto. Und da ist er. Da ist er. Yes! Ja, du hast es geschafft. Sehr gut. Der Fahrer steigt aus dem Auto und das Team Red Bull ist bereit und man wartet darauf, gemeinsam mit dem Piloten einen wohlverdienten Sieg zu feiern. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Stint zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Dabei muss der Fahrer natürlich auch gelobt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter den Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. Ich sehe, dass die Fahrer bereits unterwegs in Richtung Podium sind und Red Bull tut so viel für die Formel 1, da müssen sie einfach vorn mitfahren. Deshalb freue ich mich. Eine weitere Trophäe tritt die Reise nach Milton Keynes an. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Max Verstappen übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Nach dieser Leistung muss es eigentlich Charles Leclerc sein. Sehr sauber, sehr souverän. Mit diesem Rennen kann er wirklich zufrieden sein. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel 1-Saison dabei sind. Das hoffe ich auch. So, ich schalte jetzt gleich erstmal schon mal runter, damit ich nicht aus Versehen auch weiterkomme und mir die Wiederholung anzeigen kann. Das ist Wahnsinn, ist das. Alter Schwede, was ein Rennen, was ein Rennen, was ein Rennen. Endlich konnte ich Punkte gut machen und Leclerc ist tatsächlich nur ein Stopp gefahren. Ohne Witz, ein Stopp. Richtig krass. Und Grosjean auch. Unterschied ist nur, dass Leclerc auf 5 ist und Grosjean auf 9. Ganz, ganz, ganz merkwürdig. Also Grosjean hat nicht wirklich viel gewonnen, aber Leclerc, Respekt, Alter. Chapeau. Also eine Einstopp ist hier tatsächlich möglich. Allerdings brauchst du da echt ein Auto, womit du das auch machen kannst. Da muss man auch ganz klar sagen. Ja, Leclerc ist ja in der 2019er Version tatsächlich der Kollege von Sebastian Vettel. Vielleicht, wie man sieht, auch wenn es so der virtuelle ist, nicht unverdient, ne? Keine Ahnung. Ich lass mich überraschen. Gut, Freunde, wenn euch der Part gefallen hat, ich mache jetzt Schluss. Lasst eine Bewertung da oder auch ein Abo. Morgen geht's weiter mit Formel 1 Multiplayer. Da haben wir, glaube ich, noch ein oder zwei Rennen haben wir, glaube ich, noch. Also wer da Bock drauf hat, Samstag, Sonntag immer Multiplayer bis zum bitteren Ende und dann mal schauen. Also es wird auf jeden Fall nochmal spannend. Auch da in der Meisterschaft nochmal mega spannend. Und hier, wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. We'll be right back.